Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Oberliga-Partie mit Dynamo Bleichwald SV. Endstand 1:0. Unserem Gästetrainer zuerst das Wort und danach auch seitens der Pressevertreter an den Gästetrainer zuerst die Fragen, weil die Rückfahrt würde sich sonst massig verzögern, wird man mit Brücke auf der Autobahn gesprengt. Unserem Gästetrainer also das Wort. Ja, Glückwunsch an den BFC. Muss ehrlich sagen, der Sieg war verdient, weil sie mehr Spielanteile hatten. Viel, viel mehr Spielanteil in der Vorwärtsbewegung. Für uns war vor dem Spiel klar, dass wir natürlich hier defensiv stehen müssen. Gerade nach den letzten Wochen haben wir doch viele im Abwehrverhalten gemacht. Und dann ist klar, wenn man zum Spitzenreiter fährt, dass man hier nicht mitspielt, dann kriegt man pro Halbzeit 4-5. Ich glaube, für die Zuschauer sicherlich nicht schön anzusehen, wenn man drin steht, aber das ist im Moment unsere Situation. Wir müssen Rechnung tragen. Aber so wie sich unsere Truppe verkauft hat hier, sag ich mal, ist es aus unserer Sicht natürlich nicht verkehrt gewesen. Sicherlich 1:0 hast du das Spiel auch verloren. Aber die Jungs haben heute gemerkt, dass es doch irgendwo geht, wenn sie sich reinhauen in die Bälle, wenn sie Gas geben. Und ich habe ihnen so vorher gesagt, wir kriegen pro Halbzeit ein, zwei vielleicht Möglichkeiten. Das ist ja dann auch gekommen in der ersten Halbzeit durch Vogel da, den er vielleicht kriegen muss. Zwei Halbzeit dann klar, dann ist natürlich der Spielverlauf auf den Kopf gestellt, aber der BFC war natürlich 90 Minuten präsent und hat das natürlich druckvoll gemacht. Aber letztendlich geht es auch darum, dass wir als Mannschaft, als Verein aus diesem Spiel auch unser Positives mitnehmen. Und ich sag mal, gerade letzte Woche die Leistung Luckenwalde war natürlich nicht gut. Heute haben sie sich wieder besser präsentiert und das soll für uns irgendwo, sag ich mal, das Zeichen sein, dass wir doch in der Lage sind, irgendwann demnächst die Punkte zu holen, um euch dann als Abschluss im April, ich weiß nicht, ob man das ist, wieder ein würdiger Gastgeber zu sein. Wir dann wieder sagen, auch die Reise am Main war wieder richtig gut. Und dann müssen wir es anders machen, dann müssen wir 1:0 gewinnen, weil ihr dann schon durch seid und wir brauchen wieder rein zum Klassenhalt. Alles klar, danke. Gut, schnell und einfach die Saison erklärt. Uwe hat keine Fragen an den Gästetrainer. Wünsche ich schnell und stressfreien Rückblick. Dankeschön. Gut, aber natürlich hat auch Volkan ein Fazit für 90 Minuten. Und das würde ich gerne noch hören. Ja, jetzt stehe ich eigentlich jedem zur Verfügung, wenn man dann alleine nochmal die Gelegenheit hat. Ich denke, dass wir in den ersten 25 Minuten sehr stark angefangen haben. Wir haben sehr variabel gespielt, sehr druckvoll gespielt. Und ich denke, dass das Tor auch dann zur richtigen Zeit gekommen ist. Danach haben wir einen Tick leider rausgenommen. Dieser Druck, den wir aufgebaut haben, wurde nicht so aufrechterhalten. Trotzdem haben wir nach dem 1:0 zwei Riesenchancen. Einmal Christian Preiß alleine vor dem Torwart, dann Kevin Gutsche alleine vor dem Torwart. Und das sind natürlich Situationen, das kennen wir aus den letzten Wochen. Und da tun wir uns im Moment schwer, diesen Deckel drauf zu tun, dieses entscheidende Tor zu erzielen, das zweite, um dann noch befreiter aufzuspielen. Und ich denke auch in der zweiten Halbzeit, da war auch eine Situation von Kalli, wo er alleine vor dem Torwart steht, ein bisschen überhastet, da den Abschluss sucht. Aber es wird jetzt nicht so sein von meiner Seite, dass wir uns für Siege entschuldigen müssen. Ja, das ist es nicht. Wir haben viele Spielanteile, wir spielen hinten herum gut. Dass wir in der Box, in der Strafraum da natürlich uns noch steigern müssen, dass wir da noch zulegen müssen, das ist selbstverständlich. Aber ich sage wirklich eins, es ist für die Jungs auch nicht schwer oder nicht einfach, da immer wieder von Woche zu Woche gegen so ein Bollwerk mit vielen Beinen im 16er anzulaufen. Und ich hoffe natürlich, dass wir in den nächsten Wochen trotzdem da unsere Spielweise, was ich heute sehr klar fand, sehr dominant, sehr klar, dass wir das hoffentlich auch in die Ergebnisse ummünzen werden. Und ich bin zufrieden, wir haben 3 Punkte. Und ich sage ganz ehrlich, man muss sehr geduldig sein. So eine Meisterschaft wird nicht immer mit Sahnetagen oder mit großartigen Spielen erreicht. Wir sind heute wieder einen Schritt näher gekommen an unser Ziel. Und das ist das, was für mich wichtig ist. Erfolg ist nicht immer der Indikator, dass man sagt, Tabelle, Tore, wichtig sind nachher im Endeffekt wirklich die Punkte, die man holt. Und da haben wir jetzt von 21 Punkten 19 geholt und damit bin ich zufrieden. Dankeschön. Eins möchte ich noch erwähnen. Eins möchte ich erwähnen, die das nicht wissen. Unser
Christopher Köhne ist auf der Nacht von Donnerstag zu Freitag Vater geworden. Hatte die letzten Tage vielleicht nicht so den Schlaf, aber hat trotzdem heute gut gearbeitet. Und ich möchte auch nochmal, der Trainer ist zwar schon weg, aber Malchow ist für mich ein sehr sympathischer Verein. Ich wünsche da viel Glück, weil sie haben uns bei unserem Trainingslager auch wirklich sehr viel geholfen und hatten da gute Möglichkeiten. Und man kann nur hoffen, dass sie es im Endeffekt schafft. Herr Wolfgang, ich habe ja in der zweiten Halbzeit, das habe ich ja ein bisschen erfahren, ihr wissen möchte ja, und so. Und bei Maito hat sie ja die Zeit also der Sechserkette versucht, schwer zu machen. Ich sage sogar Achter, manchmal. Ja. Aber ihr eine Chance habt dazu, dass man zwischendurch an. Das wird immer passieren. Ich sage, erinnere nur vor der Woche an Lichtenberg. Lichtenberg hat zwei Torchancen, die erste durch die Standardsituation nutzen sie gleich zur Führung und dann nochmal kurz vor Schluss in der 90. Wir sind jetzt nicht so überheblich oder arrogant zu sagen, jeder Gegner hat gegen uns keine Chance. Ich habe das am ersten Spieltag gesagt. Ich habe das oft hier in den Pressekonferenzen gesagt, dass in der Oberliga jeder Sieg extrem schwer ist, extrem kompliziert ist. Und wir machen es im Moment, das hat man heute auch gesehen, noch ein Tick komplizierter. Sie können sich vorstellen, wir haben ja auch junge Spieler, erfahrene Spieler, wenn sie 1-0 führen, und es passiert nicht das Zweite, ne? Dann ist natürlich klar, dass auch eine gewisse Unsicherheit drin ist. Aber ich sage trotzdem, haben die Jungs das gut im Griff gehabt. Und ich hoffe, das ist doch für mich auch und für die Jungs genauso, dass sie natürlich früher für Klarheit sorgen. Bis zur 90. Minute wollen wir nicht immer so in der Schwebe sein. Aber das Spiel war insgesamt, will ich nicht schlecht reden. Also wir waren sehr dominant, sehr viel Ballbesitz und... Aber du hast recht, das Zweite müssen wir noch machen. Ich meine, sag mal so, die Steigerung zum Vorjahr ist, dass man so ein Spiel danach über die Bühne gebracht hat. Ich wollte nicht daran erinnern, wir haben hier in Wismar gegen Brandenburg Süd und was weiß ich, viele Punkte gelassen gegen die Unteren. Es ist eine Steigerung zu sehen. Ich denke auch nicht nur von der Punkteausbeute, man kann ja kurz recherchieren, was wir zum gleichen Spieltag voriges Jahr für Punkte hatten. Ne? Da sah das alles extrem schlecht aus. Und deswegen, es, auch solche Spiele wird es immer in der Saison geben. Und wenn wir das so hinbekommen, dass wir die maximale Punktzahl hier behalten können, dann bin ich erstmal zufrieden. Kritisch sind wir. Wir werden natürlich mit der Mannschaft und alles das erarbeiten, darüber sprechen. Aber ich denke, im Moment sollten die Jungs auch mal dafür belohnt werden, auch dass sie von 7 Spielen bis jetzt nichts anbrennen lassen. Und das ist, verdient mein Kompliment. Die Jungs arbeiten über die Woche sehr, sehr stark, sind sehr konzentriert. Man hat es am Anfang gemerkt, es war nicht eine Art von Überheblichkeit oder dass man den Tabellenletzten hier irgendwie auf die leichte Schulter nimmt. Ne? Und das ist, die Einstellung gefällt mir ungemein, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir mehr Treffer erzielen. Was sagst du zur Regeländerung hier, aktuell bei dem Buch? Ich habe da eigentlich eine ganz klare Meinung, ne? Das ist, wisst ihr ja auch. Aber was ich stark fand, das muss ich ganz ehrlich sagen, alle drei Schiedsrichter kamen jetzt nach dem Spiel und sogar in der Halbzeit und haben sich für die Szene entschuldigt. Ne? Das finde ich ganz, das muss ich erwähnen, das finde ich ganz, ganz stark, weil es gibt nicht viele Schiedsrichter, die so diese Persönlichkeit haben, diesen Fehler auch zuzugeben. Genau, dann ist das auch für mich abgehakt. Alle drei kamen, auch zum Kapitän, haben sich dafür entschuldigt. Finde ich eine gute Geste. Wir machen Fehler, Schiedsrichter machen Fehler, aber dieser Umgang, ganz, ganz toll. Okay. Gut. Junge oder Mädchen? Junge! Entschuldigung, Mädchen! Doch, aber Mädchen. Gut, damit ist auch die Frage abschließend geklärt. Wünsche ich jetzt einen angenehmen Heimweg und noch einen schönen Sonntag. Thank you.